Wenn man einen Fehler macht, dann sollte man dazu stehen und die Fehler berichtigen. Zum Beispiel, wenn man falsche Tatsachen behauptet. Und das muss ich heute tun. Ich hatte nämlich in einem der letzten Videos gesagt, dass die Berufung von Peter Weber nach hinten losgeht, weil es viel, viel teurer geworden ist in der zweiten Instanz als in der ersten Instanz. Ich hatte dabei aber eine Zahl falsch genannt, nämlich die 150 Tagessätze, die ich letztes Mal gezeigt habe, waren in Wirklichkeit 120 Tagessätze. Und damit war die gesamte Strafe nicht wie ursprünglich angezeigt 30.000 Euro, sondern nur 24.000 Euro. Und das sollte man richtigstellen. Aber bei der Gelegenheit muss man natürlich wieder die ganze Geschichte erzählen und warum ich heute gelernt habe, dass ich mich mit den Zahlen geirrt habe. Denn, um die Geschichte rückwärts zu erzählen, ich bekam einmal wieder Post vom geschätzten Kollegen, wie heißt er, Joachim Nikolaus Steinhöfel, der mich darauf hinwies, dass in dem letzten Video mit dem Titel Berufung geht nach hinten los, 30.000 Euro Strafe für 24 Sekunden Verletzung der Menschenwürde, eine falsche Tatsachenbehauptung enthält, wenn nämlich dort von einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen die Rede sind. Es sind nur 120 Tagessätze. Ich habe nachgeschaut in dem Urteil und tatsächlich, der Kollege Steinhöfel hat recht, das Urteil vom 31.08.2021 aus dem Protokoll der öffentlichen Sitzung lautet, dass der Herr Weber in drei tateinheitlichen Fällen der Beleidigung deswegen unter Anwesenheit von drei Wahlverteidigern verurteilt wird zu einer, na, wo ist jetzt der Tenor, den haben wir jetzt gar nicht mit ausgedruckt, aber ich habe es nachgeschaut, tatsächlich, es sind nur 120 Tagessätze statt 150. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ist die Geschichte dadurch eine andere oder kommt es darauf gar nicht an? Nun, Herr Weber und Kollege Steinhöfel legten darauf Wert, das zu berichtigen, jedenfalls, dass nicht 150 gesagt wird, wenn es nur 120 sind. Wir müssen jetzt allerdings trotzdem die ganze Geschichte von vorne erzählen. Es begann mit Tessa Ganserer, Mitglied des künftigen Bundestages, die also über die bayerische Landesliste jetzt in den Bundestag eingezogen ist. Die wurde von Herrn Weber beleidigt, als Witzfiguren, Abstreckbilder auf Zigarettenschachteln. Wir haben darüber ja schon mehrfach berichtet und die Videos sind auch weiterhin online, obwohl sie auch Gegenstand einer anderen gerichtlichen Auseinandersetzung sind, die zwischen mir und Herrn Weber besteht. Herr Weber hatte daraufhin einen Strafbefehl bekommen. Das funktioniert so, die Staatsanwaltschaft schaut sich das an, macht nur oberflächliche Ermittlungen, ermittelt vielleicht auch nicht ganz genau, wie viel Geld verdient eigentlich Herr Weber und hatte daraufhin also vorgeschlagen, einen Strafbefehl über 30 Tagessätze zu jeweils 80 Euro, was geschätzt war. Den beantragt man dann bei dem Amtsgericht und der Richter hat den dann so erlassen. Dagegen wurde Einspruch eingelegt, worauf es hin zu einer Verhandlung in erster Instanz kam. Und dort hatte der Richter aus den 30 Tagessätzen 40 Tagessätze gemacht und es aber bei der Tagessatzhöhe von 80 belassen. Ich hatte damals schon gesagt, Herr Weber war mit den 80 Euro, die also ein Netto-Monatseinkommen von 2.400 Euro unterstellten, noch recht gut bedient. Denn wie in dem letzten Live-Video erzählte Herr Weber ja, dass er eigentlich auf, ja, dass er sehr erfolgreich ist, ein Porsche fährt, den gönnt er sich und erfolgreicher Bauunternehmer ist. Und dass deswegen, selbst wenn es bei den 40 Tagessätzen bleiben würde, der Tagessatz, die Höhe des Tagessatzes angepasst werden würde. Er hat gleichwohl Berufung eingelegt und zwar war es so, dass Herr Weber in der Verhandlung gesagt hat, er werde damit bis zum BGH gehen. Denn Herr Weber war der Auffassung, dass man Politiker oder Transgender-Personen oder Aktivisten, Leute, wo er nicht genau wusste, ob sie jetzt eigentlich Politiker sind oder nicht, so ging es jedenfalls aus dem Protokoll hervor, durchaus auch robust kritisieren oder beleidigen kann. Er war der Auffassung, das sei keine Beleidigung. Das ist die eigentliche Tatfrage. Darf man Leute als Witzfiguren bezeichnen? Ist das nicht allein deswegen erlaubt, weil es ja auch mit AfD-Politikern immer wieder geschieht? Haben wir nicht mittlerweile Sitten, die es zum Gewohnheitsrecht quasi machen, dass man seine Meinung äußert, auch wenn es eher kränkend, eher verletzend für den Betroffenen ist? Und diese Frage haben jetzt viele Juristen,
sich gestellt und beantwortet, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Richter in der ersten Instanz und dann eben auch der Richter in der zweiten Instanz. Und dann kam es eben zu dem entscheidenden Punkt, über den ich schon berichtet hatte, nämlich, dass das Gericht in der zweiten Instanz, und zwar ein Schöffengericht unter Mitwirkung von Laienrichtern, also nicht Juristen, gesagt hat, da scheinen jetzt aber die 40-Tagessätze nicht mehr angemessen zu sein, das erhöhen wir auf 120. Das Dreifache. Nicht 150, 120 ist also das, was in der zweiten Instanz rauskam. Und da kam jetzt die Frage auf, wie kann es sein, dass bei einer Berufung mehr rauskommt, als vorher ausgeurteilt wurde? Und das liegt natürlich daran, weil die Staatsanwaltschaft auch in Berufung gegangen ist. Anscheinend beide Parteien am gleichen Tag. Jetzt kann man sich fragen, ist die Staatsanwaltschaft sowieso in Berufung gegangen? Und nur deswegen, weil Herr Weber diese Äußerung gemacht hat, da wissen wir jetzt nicht, was sich die Staatsanwaltschaft dabei gedacht hat. Aber es spricht einiges dafür, dass die Staatsanwaltschaft nicht in Berufung gegangen wäre. Warum sage ich das? Naja, weil der Antrag der Staatsanwaltschaft in der ersten Instanz nur auf 40 Tagessätze lautete. Das heißt, hätte Herr Weber gesagt, naja, ich nehme das Urteil so an, dann hätte mit aller Wahrscheinlichkeit auch die Staatsanwaltschaft gesagt, Schwamm drüber, das kann dabei bleiben. Aber nachdem Herr Weber gesagt hat, er ist nicht bereit, das anzuerkennen, eine Schuld gar einzusehen, er möchte das weiter prozessieren, was er ja auch tut, er hat ja auch gegen dieses Urteil dann Revision eingelegt, weil er eben darauf beharrt, dass es ein rechtmäßiges Verhalten war, Menschen in dieser Weise zu bezeichnen. Deswegen kam das Landgericht dann zu dem Urteil, dass es angemessen und erforderlich war, die Tagessatzhöhe über die 90-Tagessatzgrenze, die berühmte Grenze für das polizeiliche Führungszeugnis, zu erhöhen und auf 120 zu setzen. In dem Verhältnis zwischen mir und Herrn Weber ist jetzt natürlich folgende Frage relevant. Also, dass ich das berichtige, das ist völlig klar. Ich habe also aus dem alten Video die Tafel rausgenommen und das Thumbnail. Ich könnte auch das Video ganz rausnehmen, weil ich mache ja jetzt hier an der Stelle ein neues. Interessant ist allerdings die Frage, inwiefern Herrn Weber ein Unterlassungsanspruch zusteht. Denn zunächst einmal habe ich eine unwahre Tatsachenbehauptung verbreitet. 186, man könnte sogar von einer Strafbarkeit ausgehen. Vorsatz spielt da noch eine Rolle. Aber es kommt tatsächlich auch auf die Frage an, ob durch die Zahlenvertauschung zwischen der 5 und der 2 eine Herabwürdigung, eine Tatsachenbehauptung, die geeignet war, den Betroffenen verächtlich zu machen, in der Öffentlichkeit entstanden ist. Denn tatsächlich lautet die Geschichte, dass es keine schlaue Idee war von Herrn Weber, das hier durchzuprozessieren. Ich halte es für eine ziemlich blöde Idee. Ich finde eigentlich, man sollte dazu stehen, dass das rausgerutscht war, sich entschuldigen und dann würde man bei Gericht mit 2.400 € davonkommen. Zu sagen, ich lasse es darauf ankommen, halte ich nicht für besonders schlau. Ob jetzt das Gericht daraus 24.000 oder 30.000 gemacht hat, macht vielleicht keinen so großen Unterschied, aber immerhin einen Unterschied von 6.000 €. Darüber kann man sich streiten und das ist eine interessante Frage, die wir gerne in der Justiz klären können. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder über diesen Rechtsstreit berichten muss, aber ich glaube, Herr Weber hat auch Spaß daran, diese Sachen vor Gericht zu bringen und der Justiz anheimzustellen. Jetzt kann er natürlich sagen, hätten sie gleich von Anfang richtig berichtet, wäre es nicht nötig gewesen, aber es hätte natürlich auch gereicht, einfach nur anzurufen, zu sagen, hey, könnt ihr mal den Thumbnail ändern oder in der Beschreibung ändern, dass es nicht 24, nicht 30, sondern 24.000 war. Jetzt führen wir wahrscheinlich noch einen Rechtsstreit dazu, können wir gerne machen. Herrn Weber wird das Budget sicherlich nicht ausgehen und Herr Steinhöfel freut sich sicherlich und ich finde es eigentlich auch interessant, bestimmte Fragen gelegentlich zu klären, nämlich ob die 6.000 € Differenz geeignet sind, Herrn Weber verächtlich zu machen, ob er dadurch schlechter dasteht, als er ohnehin schon dasteht. Und wie gesagt, das ist ein typisches Beispiel für den Streisand-Effekt. Es gab da mal einen Fall, wo Barbara Streisand verhindern wollte, dass über eine Immobilie von ihr berichtet wurde. Aber gerade die Betätigungen darüber führten letztendlich dazu, dass immer mehr darüber berichtet wurde, nämlich nicht nur über die Immobilie am Strand, sondern auch über die Bemühungen, das zu verheimlichen. Und so sprechen wir dann heute wieder über dieses Verfahren und meinen Fehler an der Stelle nochmal, Herr Weber, tut mir leid. Ich hätte mal einen Vorschlag. Ich finde eigentlich, dass das die Leute auch langweilt. Wenn Sie bereit wären, einfach zu sagen, Frau Ganserer und die anderen Betroffenen, tut mir leid und ich werde auch nicht mehr darauf bestehen, Sie mit dem falschen Geschlecht und dem falschen Namen anzureden, dann würde ich einfach alles, was mit Ihnen zu tun hat, von meinem Kanal löschen.
Wäre das eine Möglichkeit? Also wenn Sie einfach Ruhe haben wollen von diesem Rechtsstreit, machen Sie doch einen Haken dran. Meine Empfehlung wäre auch, einfach die Revision zurückzunehmen und die Sache auf sich beruhen zu lassen. Wenn Sie nicht möchten, können wir aber auch natürlich auch weiter die spannenden Rechtsfragen, die sich daraus ergeben, klären. Bin gespannt. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss.